Hi, hier ist Donny. Und Weihnachten ist vorbei. Ja, ja, ja. Also nochmal kurz, bevor sich das Jahr dem Ende zuneigt, wollte ich mich trotzdem nochmal präsentieren, genau. Und zwar, es gab ja noch eine Verlosung unter Kommentaren. Und zwar ging es in der Verlosung um die beiden hier. Moment, ich kann rausfummeln. Die beiden hier. Die, oder? Drehen. Die beiden Buttons ging es auf jeden Fall. Ich werde das gleich auslosen. Live vor der Kamera. Und ich wollte noch sagen, ich war jetzt die letzten Wochen verhindert. Ich habe in einem kleinen Theaterstück mitgespielt. Und das hat echt tatsächlich mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich anfangs erwartet habe. Aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit für euch. Und deswegen bin ich nochmal wieder hier. Kurz vorm Jahresende. Ja. In der 1000 Abonnentenverlosung ging es bei mir darum, einfach zu schreiben, welches euer Lieblings-Nosy-Rosy-Videos ist. Am meisten mochten die Leute, die Abonnenten, das Video von Mino und Jana. Den Nosy-Rosy-Song, der auch klasse geworden ist. Also wundert mich das nicht, dass es halt am beliebtesten war. Am Bunch im Mund. So, jetzt besser. Das am liebsten war. Und dazu kamen noch Videos von Jen, Gator und die ganzen Geschichten. Das ist ja ganz scheiße. So machen wir mal doch lieber so. Ja, also Locken sehen zwar ganz nett aus, sind aber auch manchmal ziemlich anstrengend. Am meisten mochtet ihr halt den Nosy Rosy Song von Mine und Jana. Und dicht gefolgt von dem 51 Gay Things Around My House Video von Jen und das Gator Video. So, wer war alles dabei gewesen? Ich habe sogar auch mal diesmal die Leute genommen, ausnahmsweise, die geschrieben haben, ja, eigentlich mag ich alle Videos für euch. Habe ich gedacht, okay, nehme ich das trotzdem mit rein. Und ich habe auch eine Teilnehmerin, glaube ich, reingenommen, die zwar kein Video von The Nosy Rosy gut fand, aber auch von Cassandra. Aber Cassandra ist eine Nosy Rosy, habe ich ausnahmsweise auch mal alles mit reingenommen. So, jetzt zur Auslosung. Ich habe leider keinen, den ich gerade als Glücksfee missbrauchen kann. Mein Wellensittich wollte nicht. Und ich habe leider keinen Tintenfisch, der irgendwelche orakelischen Fähigkeiten hat. Ne? Also, rest in peace, Paul. Oder ist der Peter? Paul war das, genau. Also, ich habe hier die Leutchen hier in der Cappy reingetan und ich werde jetzt einfach mal, ohne hinzugucken, einfach 5 Leute aussuchen. So. Nicht runterfallen. So. Gewinner Number 1. Mein Gott, es ist so spannend. Ich mache fast Kacke in mein Hause. Mein Gott. Ist Schwirro. Hier, S-C-H-B-R-O. Ja, ich habe so eine geile Schrift. Naja, nicht wirklich. Gewinner Number 1 für ein Button Set. Herzlichen Glückwunsch. Bisschen Spannung. So. Nächster Gewinner oder Gewinnerin ist Mr. You Wist. Mr. You Wist. Kein Plan. Genau, du hast auch ein Button-Set gewonnen. Congratulations, ne? So, machen wir mal. Okay. Rapunzelche! Rapunzelche. So. 2 fehlen noch. Haben wir hier. Viva Night Plus! Glückwunsch! Du hast auch Button Set gewonnen. So, und jetzt kommt die letzte glückliche oder der glückliche Gewinner. So. Ja. Leuchtkick 86.
Herzlichen Glückwunsch. So, was ich jetzt brauche von euch, sind die Adressen. Ihr macht das nämlich so, am besten. Ihr schickt eine Nachricht und schreibt in den Betreff. Wer trampelt hier? Schreibt in den Betreff einfach Duni rein. Mehr nicht. Dann weiß ich, dass es um das Gewinnspiel geht. Ne? Also falls ich längere Zeit trotzdem nichts von euch höre, werde ich anschreiben, aber bitte schreibt mich einfach an. Schreibt einfach in den Betreff Duni rein. Dann weiß ich, dass ihr das seid. Und dann kriegt ihr die Button exklusiv zu euch zugeschickt. So, what can I say? 2011 steht an. Ich freue mich. Ich meine, nächstes Jahr ist ja wieder total gay das Jahr, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ich meine, am 28. März ist zum Beispiel die Gayvention. Dann gibt es den L Beach. Viele Festlichkeiten. Christopher Street Day. Ich freue mich drauf. Also ich denke mal, das wird ein ganz, ganz tolles Jahr. Und wahrscheinlich wird es auch ein Nosy-Rosy-Treffen geben. Ne? Darüber werden wir euch natürlich noch über den Laufenden halten. Und ja, was kann ich noch sagen? Was ich mal sagen wollte ist, ja, Schnee kotzt mich an. Wollte ich mal schon immer mal in der Öffentlichkeit sagen. Und im Großen und Ganzen wünsche ich allen Nosy Rosies, allen Abonnenten, all die, die uns gerne zuschauen und verfolgen bei Twitter oder weiß der Geier, wünsche ich einen super tollen Neujahrsstart. Und ja, habt ihr Vorsätze? Habe ich Vorsätze? Ja, ich finde eigentlich, wenn man Vorsätze hat, sollte man die auch schon vor dem Jahreswechsel ändern. Manchmal. Aber manchmal braucht man auch so dieses Datum, dieses erste. Dann klappt es auch. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Silvester. Feiert schön, lasst es krachen, aber nicht zu doll. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ha, eure Duni. Ciao.